Ich blende euch mal das erste Video ein. Was finde ich geil an Kolumbien? Und ich so erwähne das Video deswegen extra, weil ich schon mal ein Video gedreht habe, was kotzt mich an den Philippinen an? Und da gab es so viel Schelte. Die haben nie das Video geguckt, was finde ich geil an den Philippinen. Haben gedacht, ich oder denken, ich bin halt sehr negativ. Versuche ich denn immer auf den Philippinen? Aber man muss beide Sachen im Kontext sehen. Deswegen nochmal der Hinweis auf dem Video, was finde ich geil an Kolumbien? Und jetzt erfahrt ihr nach dem Intro, was kotzt mir so richtig an in Kolumbien. Und das wird richtig lang, leider. Was kotzt mich an Kolumbien? Und das ist jede Menge. Und da fangen wir mal gleich an. Als erste, Liebe geht durch den Magen. Und hier geht gar nichts durch den Magen. Nämlich das Essen hier ist richtig schlecht. Also hier habt ihr erstens einseitiges Essen und richtig schlechtes Essen. Und Zucker, wo ihr hingeht. Überall Zucker, ob nun Zuckerwaffeln, Bonbons, ob Kokosnussstücke eingelegt in Zucker. Es ist ein Graus. Zucker, Zucker, Zucker. So, und dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Woher führt das? Dieser Zucker in den Coke, was 2,5 Liter von allen getrunken wird, zu vielen fetten Menschen. Ich habe in meinem vorigen Video gesagt, Cali und Medellin, richtig geile Frauen, das stimmt. Aber wenn ihr woanders hingeht, Bogota, die Hauptstadt, oder in Norden nach Cartagena, San Andreas, Santa Marta, also was da an Gewicht euch entgegenkommt, das ist erschreckend. Ich habe gedacht, ich bin hier irgendwie im Alaska, nur die Temperatur stimmt nicht, auf Robbenjagd oder Seelöwenjagd. Also ein Elefant löst den anderen ab und ich könnte manchmal gar nicht so schnell beiseite springen, wenn die Panzerkolonie auf mich zugesprungen kam. Kommt wieder was Schlechtes an Kolumbien, was nervt mich total, dass fast keine Kolumbianer Englisch sprechen oder nicht Englisch sprechen möchten. Also sprich, ich habe das manchmal das Gefühl, dass sie Englisch regelrecht verweigern. Das ist sogar so schlimm, dass ihr selbst Probleme habt in Hotels am Flughafen, also wirklich, oder selbst in Touristenstores, die euch was verkaufen wollen, dass sie kein Englisch sprechen können oder sehr schlecht Englisch sprechen können. Und das macht das Ganze sehr viel schwieriger. Und die Kolumbianer haben auch die Einstellung, wenn ihr herkommt, warum könnt ihr denn kein Spanisch sprechen? Wenig Tour für viel Geld. Wenn man das Ganze mal mit Thailand und auch mit Philippinen vergleicht, dann muss man für eine Tour sehr viel Geld ausgeben und bekommt dafür sehr wenig. Also als Vergleich mal, ich habe mal eine Tour gebucht auf den Philippinen, die hat gekostet 34 Euro und da hatten wir einen ganzen Tagestour. Wir sind da 4 Inseln angelaufen und dann hatten wir noch Berge klettern und die Zipline dazu für 34 Euro und ein Essen und ein Snack. Und das war ein ganzer Tag, der da ausgefüllt war. Das war fantastisch. Und für dasselbe Preis habe ich in Cartagena eine Übersetzfahrt zur Insel bekommen, ein Mittagessen. Und hat man sich die ganze Zeit auf dieser Insel aufgehalten. Zu sehen gab es da nichts, außer einen wunderschönen Strandpalm, ein Papagei, der uns auf den Sack ging, und bunte Fische. Und dann hat man da eben faul im Strand gelegen, so ein bisschen rumgeschnorchelt. Eine Taucherbrille hat übrigens extra Geld gekostet, die gab es nicht dazu. Und das war's. Und das hat genau 34 Euro gekostet. Und ich habe immer gewartet, wann geht's denn weiter? Da ging nichts weiter. Da hast du einmal so eine Bootsüberfahrt. Da hat der Tourguide am Anfang ein bisschen was erzählt, habe ich nichts verstanden auf Spanisch. Und dann war es Insel und fertig, aus. Dass zum Beispiel Wasser, wovon man ja hier jede Menge braucht, relativ teuer ist. Also sprich, eine Buddel Wasser kostet manchmal genauso viel wie eine Coke und weiß ich nicht. Das ist ja nicht so im Sinne des Erfinders, denke ich mir, ja. Denn sind die Menschen in den Städten laut, lauter am lautesten. Also ist Kolumbien und laut. Aber ich glaube, so waren die schon immer. Jedenfalls haben uns das die anderen Leute erzählt. Da steht jemand mit einem Ghetto-Blaster und hat da einen Stand. Ich werde meinen, wer geht da ran, wenn der die Ohren wegschreit.
Und daneben macht jemand auch den Ghetto-Blaster, aber noch lauter, weil er den übertönen will. Oder in Cartagena war das auch ganz schlimm. Da war wirklich ein Geschäft neben den anderen und überall war da ein DJ, weil es war so Weihnachtszeit, wo wir da waren, und macht da Bambule. Da hätte ich gar keine Lust einkaufen zu gehen. So ein bisschen leichte, beschwingliche Weihnachtsmusik, da hat doch keiner was dagegen. Aber ich habe mir, ohne Quatsch, ich habe mir wirklich die Stöpsel, Ohrenstöpsel, habe ich mir in den Ohr geschoben, um da jetzt nicht mit einem dröhnenden Schädel ins Hotel wiederzukommen. Das war unglaublich. Und auf die Straßen permanent gehupt, gedrückt, gedrängelt. Da ging es wirklich beim besten Willen. Es ging noch nicht weiter. Wenn die Ampel rot ist, ist egal. Gehupt, gedrückt, da noch eine Vorfahrt genommen. Eine Katastrophe. Also laut und in den, muss ich dazu sagen, in den touristischen Städten. Laut und wirklich aggressiv. Was euch auffällt, wenn ihr zum Beispiel in Cartagena seid, aber auch in Cali, dass die Hotels wirklich abgeschlossen werden. Das heißt, also da ist wirklich ein riesengroßes Eisengitter vor dem Hotel separat nochmal dran und da wird abgeschlossen und wenn ihr dann kommt, dann wird geklingelt und dann wird da aufgeschlossen und das Gittertor ist wirklich 3 Meter hoch, als ob sie da eine Gefängnisfestung gebaut haben. Und das ergibt natürlich so ein bisschen so ein Magengrummeln. Man hat dann ein unwohles Gefühl. Viele Leute, ich muss sagen, mir ist nichts passiert bisher. Viele Leute meinen es auch sehr gut und warnen immer, geht da nicht hin, geht nachts nicht raus. Und das gibt so ein böses Gefühl. Die haben wohl eher Angst um uns unerfahrenen Ausländern, anstatt da wirklich was passiert. Aber ja, man hat da immer so, man kann nicht so relaxed abends durch die Stadt gehen. Ne? Und dann auch touristische Städte nur, woanders habe ich es nicht so gesehen, nur in den touristischen Städten, Cartagena und Santa Marta, Geldgier der Leute. Boah. Also die wollten ja alles verkaufen für einen überteuerten Preis. Die wollten eine 7-Minuten-Klatschmassage, wollten sie 100.000 Pesos am Strand haben. 5 Leute haben dir aufgelauert und wollten dir irgendwelchen Koks verkaufen. 7 Leute wollten dir Bier für einen dreifachen Preis verkaufen. Wir haben uns einen Hotdog am Streetfood-Stand geholt, weil wir Hunger hatten und haben gedacht, am ganz normalen Straßenessen-Stand wären wir nicht beschissen. Die hat von uns wirklich den vierfachen Preis verlangt. Ich weiß es deswegen, weil der Preis war abgedeckt und darunter konnte man da schräg gucken, da standen 4.000 Pesos drauf. Und mit Diskussion kommt man da nicht weiter. Da fangen die dann an, aggressiv zu werden. Okay, bevor ich mich hier hochschaukel, der Punkt ist angesprochen, gehen wir mal weiter. Was nervt wieder? Eine Kleinigkeit, also ich hatte nur ein Hotel, wo es eine Klobürste gab. Es gab keine Klobürsten auf der Toilette. Was ich noch beobachtet habe, gerade so in Santa Marta und eben auch im Tayrona Park, aber auch in anderen Ecken wie Bogota, ist das Verhältnis der Kolumbianer zu Tieren, meist, sag ich mal, Hunde und auch Pferde. Hunde werden getreten, Hunde werden geschlagen, Hunde werden weggejagt. Ich habe manchmal den Eindruck, einige Kolumbianer haben einen Hund einfach so aus Spaß geschlagen oder haben eine Kokosnuss nach denen geworfen. Wahrscheinlich brennt es da oben nicht. Aus Lust und Laune, vielleicht Abbau der Aggressivität, vielleicht wollten sie die Viecher auch loswerden. Also Tierliebe habe ich in Kolumbien wenig gesehen, sagen wir es so. Pferde, damit meine ich gerade den Tayrona Park oder wenn ihr auch irgendwelche Touren zur Lost City oder anderen Plätzen, die etwas weiter entfernt sind, bucht, habt ihr oft die Möglichkeit, auf Fern- oder auf Maultieren zu reiten. Und wie diese Tiere gequält werden, sucht seinesgleichen. Also erstmal sind sie grundsätzlich alle unterernährt. Zweitens hat man schon am Fell gesehen, dass sie nicht gepflegt werden. Also da waren richtige Flecken, teilweise blutig geschuppert, gehinkt haben sie, unterernährt waren sie, das habe ich schon gesehen. Manchmal sogar milchige Augen und ich glaube, das ist nicht gesund. Und die werden da wirklich mit der Gerte über die Baumstümpfe und Steine geprügelt von den Tourguide oder dem Anbieter dieser Reittiere für 50.000 Pesos, also ungefähr 12,50. Das ist ja, und wenn die Tiere nicht mehr können, werden sie sich selbst überlassen, sprich, die werden
vom Sattel und so weiter befreit und dann im Dschungel hineingejagt. Und im Dschungel ist ja, was Gras betrifft, nicht manchmal so, manchmal nicht sehr üppig. Also werden sich selbst überlassen oder, das weiß ich nicht, kommen vielleicht zur Notschlachterei, wenn sie eben nicht mehr die Arbeitsleistung bringen, die sie bringen sollen. Und das ist mir extrem aufgefallen. Vielleicht hatte ich auch ein bisschen Pech, dass ich genau an die Orte war, aber ich habe es mehr als dreimal beobachtet und deswegen bringe ich das einfach an, dass es mich eben ankotzt. Was nicht so schön wie auch in Asien, Plastikproblem, Plastik, Plastik, Plastik. Also das Schärfste war, wir waren im Supermarkt und wirklich jede Möhre von der einen Frau in einer Plastiktüte und so auch alles. Es ist der blanke Wahnsinn, wenn ihr da Kekse kauft. Jeder Keks ist nochmal eine extra Folie eingeschweißt. Ich verstehe es nicht mehr. Ist doch Quatsch. Schade einfach. Einfach schade. Die Müllabfuhr funktioniert einigermaßen in Kolumbien. Man muss aber dazu sagen, dass auch viele, zum Glück, viele Lumpensammler, Plastiksammler, Pappesammler unterwegs sind abends in den Städten und dann den Müll schon vorsortieren. Wahrscheinlich gibt es ein bisschen Geld, wenn man Pappe, Plaste und diese Flaschen hier abgibt. Naja, die verdienen sich halt was dazu, zum Glück. Sonst wären die Müllberge wahrscheinlich noch viel größer. Gebildetheit der breiten Bevölkerung. Das fällt doll auf, dass man auch versucht, mit dem Übersetzer oder mit der Kommunikation wirklich mit Handzeichen von 1 Stück möchte ich haben. Das wird nicht abgerafft. Also es gibt wirklich eine große breite Schicht hier an Kolumbianern, wo gefühlt keine Bildung vorhanden ist. Einigen tue ich bestimmt Unrecht. Vielleicht wollten die auch mit uns nicht kommunizieren. Die Dichte an Bettlern ist auch nicht schön. Also grundsätzlich haben wir Männern, die im arbeitsfähigen Alter waren, nichts gegeben. Das waren ja meist Drogenabhängige. Da habe ich denn wenig Verständnis für. Wir haben was gegeben. Das waren ja denn meist auch Situationen, wo waren meist Frauen mit Kindern, wo man dann versucht hat abzuschätzen, na, steckt da System hinter oder haben es die wirklich nötig? Da haben wir dann den Bauch entscheiden lassen. Wir haben da in dem Sinne auch viel mehr Geld gelassen, als wir wollten, muss ich ehrlich sagen. Was ich noch unschön finde, ist Kolumbien, gerade Cartagena und Santa Marta, ist gefühlt das Land der Selfies. Es werden hier Selfie-Tours an Touren angeboten, die sind überbucht. Die normale Tour ist normal gebucht oder Cali hat man, da konnte man manchmal gar keine Touren anbieten, weil sich gar nicht so viele Leute angefunden haben, aber die Selfie-Tour war ausgebucht. Es werden Hotels gebietet oder Lounge von Hotels, Restaurants von Hotels, wo dann eben Hochzeitsfeiern und Geburtstage oder was weiß ich für Feiern gemacht werden. Die Damen, gerade die Damen, sind gefühlt 2 Stunden damit beschäftigt, Fotos und Selfies zu machen. Vielleicht bin ich zu alt für diese Welt, dass ich das überhaupt nicht schön finde. Also wäre mir zu anstrengend, auch wenn ich jetzt eine Frau hätte, auch öfter erlebt am Strand, die da erstmal ihren Hintern einschmiert und den BH 15 Mal wechselt und auch guckt, dass jede Wimper sitzt und ich da alle Posen filmen und mit 13 verschiedenen Kameras ablichten muss und die sind gar nicht zum Baden gekommen, manche Damen. Da wurde dann wirklich 4 Stunden Selfies gemacht. Das war unglaublich. Die haben vergessen, Baden zu gehen und die haben ja auch für die Bootsüberfahrt teuer bezahlt, ne? Und naja, die haben es halt für Selfies genutzt. Was ich, das kommt, passt nicht in meinen Kopf. Man kann ja schöne Fotos machen, aber nicht 4 Stunden lang. Was kotzt mich noch an Kolumbien an? Das ist einfach die Hotels. Also ich bin rangegangen auf diese Langzeitreise, dass wir uns ein günstiges Hostel mieten, ab und zu ein Hotel mit einem Durchschnittspreis von 40 Euro. Was wir für 40 Euro, zwischen 30 und 40 Euro bekommen haben, das war der blanke Horror. Ist mal unter 30 Euro gegangen. Einmal hatten wir das in Medellin, da hatten wir 26 Euro bezahlt. Da haben wir uns, ich sage einfach mal Läuse, weil irgendwas anders, also Ungeziefer haben wir uns da eingefangen. Das war
Also mir wird graus immer noch. Wir haben da Ausschläge bekommen ohne Ende. Wir haben geduscht, wir haben uns mit Desinfektionsmittel eingeschmiert ohne Ende. Also die Hotels ist ein Graus. Normalerweise kann ich gute Hotels, bin ich eigentlich in der Lage, Hotels zu mieten und zu buchen und habe auch eigentlich ein geschultes Auge dafür, aber es wird mit den Bildern, wird da so manipuliert. Es ist furchtbar. Das Frühstück in den Hotels kotzt mich auch an, war einseitig und zu 80% schlecht oder viel zu wenig. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, der mich in Kolumbien ankotzt. Damit ist dann das Video auch zu Ende. Es wird doch schon wieder dunkel hier. Das sind die Damen des horizontalen Gewerbes. Ich habe nichts gegen die Preise, die sehr unterschiedlich sind. Bin ich nicht zum Zuge gekommen. Ich persönlich habe alles abgebrochen, weil mir da für mein Geld so wenig geboten wurde. Und das kann ja nicht nur an mir liegen, weil in Thailand in den früheren Jahren oder auf Philippinen in den früheren Jahren ist mir das nicht passiert. Meine Art und Weise ist ja genauso geblieben. Also ich war, spart euch das Geld. Also ich habe für das Geld gefühlt nichts bekommen. Die Damen haben wirklich stellenweise, wollten die bloß ein Gummi darüber ziehen und am besten in 30 Sekunden gehen und dann weg mit dem Affen. Also man hat so eine kleine innere Ablehnung gespürt, auch die Kommunikation war da nicht so. Also ich bin sowas negativ enttäuscht von den Damen des horizontalen Gewerbes, dass ich kein Pfennig dafür ausgeben würde in Kolumbien. Das ist meine persönliche Meinung. Ihr könnt eine andere haben. Bleibt sachlich, wenn ihr die drunter schreibt. Möchte aber das Video mit den Worten beschließen. Ein Bekannter war zufrieden mit dem, was er bekommen hat. Von daher gibt es auch andere Meinungen. Und jetzt verabschiede ich mich aber mit. Das waren Sachen, die mich in Kolumbien angekotzt haben. Das nächste Video wird bestimmt positiver. Also bleibt gesund.